Am heutigen Turnaround Tuesday sehen wir das, was eigentlich ziemlich typisch ist nach einem Tag voller Panik wie gestern, als wir einen echten Crash beim Nikkei hatten, dann massive Verluste auch bei den US-Indizes, die sich dann erholen konnten. Diese Erholung setzt sich aus diesem kurzfristig überverkauften Zustand fort. Und so sehen wir heute deutliche Pluszeichen. Aber ist damit die Panik vorbei? War es das jetzt? Werden wir in das alte Muster zurückfallen? Vielleicht, vielleicht aber eben auch nicht, denn wir haben da ein paar Problemchen. Das eine ist, wir haben noch viele Long-Positionen, die deutlich höher gekauft wurden. Und da dürfte die Bereitschaft von vielen Investoren relativ groß sein, hier wieder Kasse zu machen, wenn man da einigermaßen wieder aus dieser Nummer rauskommt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass der Carry Trade noch lange nicht komplett rückabgewickelt ist. Da gäbe es also noch einiges an Potenzial, dass wir nochmal so einen Schub nach unten bekommen. Und das, was wir derzeit sehen, ist ja ein wirklich, wie gesagt, sehr typisches Muster. Du hast einen harten Sell-off, sehr stark überverkauft, dann geht es wieder nach oben, zumal die Stimmung ja nicht gerade apokalyptisch ist, auch nach dem, was gestern passiert ist. Schauen wir uns die Dinge mal der Reihe nach an, meine Damen und Herren. Und wir sehen so manche widersprüchliche Aussagen, etwa von Goldman Sachs. Da heißt es ja, die Marktkorrektur ist nicht weit genug gegangen, so die Goldmänner. Und auf der anderen Seite sagt man ja, also normalerweise ist so ein 5% Rückgang sehr profitabel, das sollte man kaufen. Also was jetzt? Ist es zu weit gegangen oder nicht weit genug gegangen oder sollte man das jetzt kaufen? Das bringt so ein bisschen das Ganze auf den Punkt. Aber hier, und das ist das eine Problem Nummer eins. Wir haben jetzt im letzten Monat vor allem gesehen, dass massiv Gelder in solche Dinge wie den ETF SOXL, also praktisch ein gehebeltes ETF, long gehebeltes ETF auf den Halbleiterindex SOX gekauft wurde, ebenso auf das Triple Q, also auf den Nasdaq, auch hier long gehebelt, also praktisch mit einer Turboverstärkung drin und so weiter. Und wir sehen, das sind schon gigantische Dimensionen, die man hier rein investiert hat. Und dennoch sind die Märkte abgeschmiert. Jetzt sitzen diese Leute in ihren Long-Positionen und denken sich, was machen wir jetzt? Das gilt auch für den SOX, also für den Halbleiterindex, zu der eine Nvidia gehört zum Beispiel. Das ging ja immer nach oben, nach oben, nach oben. Aber wer seit März gekauft hat, der sitzt jetzt in den Nassen, der ist also im Verlust. Und der könnte eben dann, wie gesagt, die Bereitschaft entwickeln, da auch mal vielleicht glatt zu stellen, wenn die Dinge wieder ein bisschen besser aussehen. Hier sehen wir mal, seit Mitte August, da ist nur noch der Russell ein bisschen im Plus. Der Nasdaq dagegen ist nach wie vor relativ deutlich im Minus. Also seit Mitte Juli ist so busy die Party vorbei. Aber immerhin, die Hedgefonds haben gestern massiv zugekauft. Die haben den Dip gekauft. Und zwar so krass und so stark wie seit März nicht mehr. Auf der anderen Seite sehen wir, dass eben die Skepsis immer größer wird. Ja, diese ganze KI-Geschichte, also dieser Hype, wie soll das eigentlich in der Realität funktionieren? Hier Elliott, ein Vermögensverwalter, der etwa 70 Milliarden Dollar verwaltet, der sagt also, das wird niemals kosteneffizient gestaltbar sein. Erstens, es wird nie komplett zuverlässig arbeiten. Zweitens, es verbraucht zu viel Energie, ist deswegen viel zu teuer. Und drittens, es ist unzuverlässig, was den Wahrheitsgehalt, was die Korrektheit betrifft. Also, das ist der nächste Einschlag für die KI-Euphoriker. Man erkennt jetzt immer mehr, dass da immense Kosten, immense Investitionen passiert sind. Aber wie werden die rekapitalisiert? Wo sind die Gewinne? Wie kann Google, wie kann Microsoft, wie kann Amazon mit diesen massiven Investitionen Geld verdienen? In den bisherigen Berichten, die wir von diesen Unternehmen haben, ist von KI noch relativ wenig zu sehen, zumindest hier in diesen Anwendungen. Und so war es wahrscheinlich ein Warnzeichen, dass CEOs etwa bei Nvidia und andere Insider bei Nvidia deutlich verkauft haben, hier stark abgeladen haben oder auch das, was Warren Buffett gemacht hat, der ja
vor allem Apple sehr stark abgeladen hat, aber auch andere Aktien. Aber insgesamt sehen wir, dass gestern die Institutionellen gekauft haben, während Retail verkauft hat. Also die Instis, die sind wieder drin, aber irgendwann denken sie sich auch, oh ja, okay, ist ganz gut gelaufen, jetzt nehmen wir mal Gewinne mit, muss man sehen. Wir werden heute dann wichtige Zahlen bekommen, dazu gleich mehr, aber zunächst mal eben dieser überverkaufte Modus, den wir hier sehen in einer Grafik von Lance Roberts, wenn Sie da oben mal gucken oder unten auch in dieser Grafik, und da sagt eben der Lance, der Goody Lance sagt, also passt auf, die Märkte sind überverkauft genug, damit wir diesen Bounce sehen, aber wir bleiben in diesem Korrekturprozess mit den Widerständen 5265 und 5318 beim S&P 500, und er geht davon aus, dass wir die 200-Tages-Linie nochmal testen werden. Das wäre so knapp über der 5000er-Marke, das wären also knapp 300 Pünktchen nochmal drunter, und das wäre ja durchaus ein Schnaps. Heute wichtig, wie gesagt, Super Microcomputer. Das ist sehr stark relatiert auch mit Nvidia, die Aktie ja auch seit März im freien Fall, wenn man so will, über 1000 Dollar gestiegen, hat sich jetzt mal ganz entspannt halbiert, das wird einigen auch ziemlich wehtun, also da muss schon was kommen, das ist eine Chance, aber auch eine Gefahr für die Bullen in dieser nach wie vor sehr optimistischen Situation, die kurz vor dem, was wir dann zu Wochenschluss in der letzten Woche gesehen haben, ein Dämpfer erfahren hat, aber immer noch auf sehr hohem Niveau ist. Extremer Optimismus, teure Bewertungen, Complacent Risk Pricing und Consensus Bullishness. Das ist das, was immer noch durchscheint, auch in Kommentaren auf YouTube oder so. Top Nachkaufgelegenheit, kriegt man nie wieder und so weiter. Okay, sehen wir mal. Eins ist klar, wir hatten ja gestern diesen Abverkauf von 3%, und damals, als das letztes Mal passiert ist, war September 22, da waren nur 32% der S&P 500 Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Gestern waren es noch 63. Also wir sehen, da ist noch nicht wirklich von einem panischen Ausverkauf die Rede, und das ist ja meistens, oder kann die Rede sein, und das ist ja meistens die Basis für einen Boden, der dann tragfähig ist an den Märkten. Und eins kommt noch dazu, wir haben zwar jetzt die Buybacks wieder, die reinkommen, also die Aktienrückkäufe, aber die CTAs, die Vermögensverwalter in den USA, die werden in fast jedem Szenario verkaufen müssen, und insgesamt, wenn wir uns jetzt mal die Nasdaq 100 Equal Weight anschauen, also wo alle Nasdaq 100 Aktien gleichgewichtet sind, dann war es das mit den Gewinnen. Da sind wir seit dem Jahresbeginn flat und sind im Grunde nicht groß verändert zu dem Stand, den wir im Jahr 2021 hatten. Also alles hängt an Nvidia und Co. und dieser Euphorie von Big Tech, und nach wie vor ist die Konzentration riesig. Hier sehen wir mal die Marktkapitalisierung der 10 größten Aktien in Relation zu den anderen Aktien oder dem einer Aktie, die in der 75. Perzentile ist. Also wir haben nach wie vor diese starke Verklumpung, alle sind da drin. Alle hoffen, dass sie da auch wieder gut aus der Nummer rauskommen und dass wir kein sehr bärisches Sentiment nach wie vor nicht oder nach wie vor kein bärisches Sentiment haben, sehen wir, dass viele Investoren sagen, ja, also die Befürchtungen über eine sich abschwächende Wirtschaft, die sind doch übertrieben. Gucken wir mal. Jedenfalls ist der durchschnittliche, die durchschnittliche Korrektur im S&P 500 innerhalb eines Jahres bei 14,2%. Wir waren gerade mal bei 9%. Und nochmal zum Thema dieser Economic Slowdown. Wie ist es um die US-Wirtschaft bestellt? Und wir haben jetzt 4 Monate in Folge eine steigende Arbeitslosenquote. Und jedes Mal, wenn das der Fall war, gab es dann eine Rezession. Also vielleicht doch nicht ganz übertrieben, diese Befürchtungen in Sachen Konjunktur. Und jetzt sehen wir das plötzlich auch vorgestern, respektive am Freitag und am Montag, hier die Kreditmärkte Panikanfälle hatten, Corporate Investment Grade Bonds nach oben geschossen, also die Renditen in Relation zu vermeintlich sicheren US-Staatsanleihen, noch stärker die High-Yield-Bonds, also die Junk-Bonds. Das ist schon auffällig, dass wir hier etwas gesehen haben, und so sagt, wenn man alles zusammennimmt, Goldman Sachs, naja, wir haben schon die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Rezession und eines Bärenmarktes, jetzt 69% Wahrscheinlichkeit, so die Goldmänner, die also einerseits sagen, 5% der Rückgang ist eine Kaufgelegenheit, auf der anderen Seite sagen, naja, das ist noch nicht genug, und jetzt sagen, naja, wir haben die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Bärenmarktes. Also nein, Sie sehen, wie konsistent die ganze Geschichte ist. Eins ist aber im Mindesten klar, respektive unklar. Die Fed hat uns ja erzählt, na,
Wir könnten ja die Zinsen senken, der Pauli vor allem, der Jerome. Wir könnten im September vielleicht die Zinsen senken, gell, weil ja die Financial Conditions, die sind ganz schön tight, gell, die sind ganz schön, haben sich ganz schön gestraft, aber das war natürlich alles totaler Bullshit, was uns der Jerome erzählt hat, denn die waren extrem locker. Jetzt sind sie tighter, denn wir hatten ja gesehen vorhin die Risikoprämien für Unternehmensanleihen, für Junkbond-Anleihen sind deutlich nach oben geschossen, die Aktienmärkte ein bisschen runtergekommen und das strafft die Finanzkonditionen. Also hier sehen wir, dass da durchaus was passiert ist, aber die Fed wird nicht in einer Notfallsitzung bei diesen mickrigen Verlusten wirklich agieren. Das hat auch gestern Goolsbee nochmal klar gemacht. Der sagte, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung für schlechtes Wetter. Dementsprechend impliziert er, dass die Märkte halt ein bisschen die falsche Kleidung anhaben und sich anders dressen müssten, um sich hier adäquat zu positionieren. Immerhin, es gibt einen Hoffnungsschimmer auch für die US-Konsumenten, denn die Anzahl der Banken, die ihre Kreditvergabe noch strenger gestalten, ist zurückgegangen, ist aber nach wie vor steigend, aber es sind weniger, die jetzt die Kreditkonditionen weiter verschärfen. Das geht wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die US-Konsumenten nicht mehr so richtig mitkommen. Und kommen wir nochmal zu diesem Carry Trade, das ist ja das, was letztendlich diese Panik ausgelöst hat. Und letztendlich ist das ganz klar das Versagen der Bank of Japan, die unfassbar viel Geld gedruckt hat, Quantitative Easing in den Aktien, Markt gekauft hat und so weiter. Mit Abstand der größte Halter des Nikkei über ETFs. Dann eben diesen Carry Trade geradezu animiert. Dann ist der Yen auf ein 40-Jahres-Tief gefallen. Die BOJ, also die Bank of Japan, hat die Spekulatoren, die Spekulanten dafür verantwortlich gemacht. Klassisches Muster. Dann musste man Milliarden investieren, um den Yen zu stabilisieren. Dadurch ist der Yen gestiegen. Dadurch sind die Märkte gefallen. Margin Calls kamen, der Nikkei ist abgestürzt. Es kam zum Black Monday und all das ist natürlich alles andere als ein freier Markt, sondern ein hochmanipulierter Markt, in dem nach wie vor ziemlich hohes Potenzial ist für ein Unwind of the Carry Trade, also für eine Enthebelung des Carry Trades. Nur zur Hälfte abgewickelt ist dieser Carry Trade, sagte JP Morgan. Und meistens sind eben dieselben Leute, die diesen Carry Trade machen, sind eben auch long im Nasdaq, respektive in den großen Tech-Aktien. Und so hängt alles mit allem zusammen. Und wenn es an der Yen-Front wieder unruhiger würde, dann haben wir sofort wieder Probleme im Nasdaq. Das ist sehr wahrscheinlich. Abschließend zwei Empfehlungen. Eben die Geschichte mit diesem Carry Trade, nur zur Hälfte abgewickelt. Die Warnung von JP Morgan, sehr interessant, wie ich finde. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und bevor ich Sie jetzt in den Feierabend entlasse, nochmal vielleicht, was Experten sagen, was zu tun ist, wenn Aktienmärkte abstürzen, wenn es also zur nächsten Welle nach unten kommen sollte. Diese beiden Empfehlungen und jetzt sage ich Servus, ciao.